Mit der DAX-Analyse starten wir heute in die neue Woche, die ganz brisant wieder startet, wie auch die vergangene Woche schon. Die politischen Nachrichten überschlagen sich. Es gibt Nachrichten nicht nur von der Seite der sanktionierenden Staaten gegenüber Russland, gegenüber Wladimir Putin in persona. Da wird einiges angeklungen, sondern es gibt auch Nachrichten aus Russland selbst. Die Zentralbank hat, und da möchte ich mich mal kurz groß machen, den Leitzins angehoben. Ja, und nun überlegt man so, wenn man die Zinsen kennt aus der Eurozone, aus den USA, aus der Fed, wo könnte denn der Zins sein? Großes Fragezeichen. Ich kläre mal auf bei 20%. Und das ist sicherlich auch kein Schnäppchen, wenn man denkt, dann lege ich mein Geld in Russland bei der Zentralbank an, kriege ich 20% Zinsen. Nein, der Rubel ist auf dem Allzeittief gegenüber dem Euro-US-Dollar und hat damit quasi eine riesen Geldentwertung. Nicht nur hinter sich, sondern vielleicht auch noch vor sich. Und da bringen die 20% bestenfalls den Werterhalt, aber nicht unbedingt die Rendite, die man sich fürs Depot wünscht. Aber wir schauen gleich mal auf den DAX und die anderen Märkte, wie sie in die Woche starten. Dazu natürlich der Disclaimer, das, was ich hier von mir gebe, ist meine persönliche Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur mein Basiswissen, was ich für mein Trading verwende. Und wenn du es auch für dein Trading nutzen möchtest als kleine Informationsquelle, würde ich mich sehr freuen. Am Freitag hatten wir ja einen extrem bullischen Tag an der Börse im DAX und vor allem auch an der US-Börse. Die US-Börse hat es geschafft, die Woche im Plus abzuschließen. Da hatten wir am Sonntag in der Sonntagsanalyse drüber diskutiert, dass das vielleicht nur eine Gegenbewegung war, weil im Nasdaq der Abwärtstrend nicht gebrochen wurde, im DAX übrigens auch nicht. Und dass wir hier auf der Unterseite durchaus nochmal Druck bekommen könnten. Also das Gap auf der Oberseite vom DAX vom Donnerstag, als die Invasion begann, ist nicht ganz geschlossen worden. Knapp darüber ist eben dann dieser Abwärtstrend, den wir sehen, und wir sehen über Nacht jetzt eine Kehrtwende. Also wir haben am Montag morgen negative Kurse in mehreren Assetklassen. Übrigens im Gold nicht. Gold ist wieder nach oben gegangen, der Ölpreis auch wieder ein Stück gestiegen. Und wenn ich den Freitag hier nochmal Revue passieren lasse, das war schon Zeichen für Risikohunger, aber auch ein Stück technisch bedingt, weil davor 7 Tage Minus im DAX angesagt waren. Und dieses Minus wird ja irgendwann durch eine technische Gegenbewegung zumindest geschmälert. Das ist am Freitag passiert, sehr, sehr voluminös, und auch 3,67% plus an einem Handelstag können sich deutlich sehen lassen. Volatil war es, das war nicht der volatilste Tag, der war den Montag davor an der Woche zu sehen, und wir haben die 14.000 nicht mehr unterschritten. Also nach dem Gap-Close noch ein paar Punkte tiefer, 14.033. Ich war, glaube ich, 14.034 auch mal long zwischendurch im DAX. Also da hat man mehrere Marken gehabt, in denen man hier entsprechende Trading-Ideen ableiten konnte. Die Gap-Betrachtung, das möchte ich nochmal mit reinbringen, das war ausführlich am Wochenendvideo, sagt mir, dass wir immer, wenn wir so ein Abwärtsgame hatten in der letzten Woche, so ein Gap, das geschlossen haben, nochmal kurz überschossen, und dann ging es weiter in Trendrichtung nach unten. Hier auch gesehen, und hier hat ein kleiner Dip gefehlt, wenn man die Nachbörse mit einbezieht, hatten wir das Gap geschlossen. Da standen wir ja 22.59 Uhr am Freitag bei 14.639, damit genau zugemacht. Und heute technisch wäre heute sowieso der Minustag gewesen, der ist aber heute gewesen, weil die Sanktionen jetzt ordentlich an Fahrt aufnehmen. Also die ersten Sanktionen waren ja so ein bisschen belächelt worden, vor allem von der Wall Street. Ja, und das hat der DAX dann nicht mehr geschafft, die nächsten Widerstände und damit den Abwärtstrend zu überwinden. Wir sind zurückgefallen, und zwar richtig zurück. Wir sind weiter in dieser Range, jetzt bei 14.200 zum Handelsstart ungefähr. Die Vorbörse hat schon gezeigt, dass wir mal unter der 14.000 waren. Also ein Abriss, ein dickes Gap. Das schauen wir uns jetzt gleich einmal live an. Und eine kleine Gegenbewegung dürfte es auch von hier geben. Klar, bei so einem großen Gap, das schauen wir uns also an, wie das sich vollzieht. Und ich war bei Sanktionen. Die Sanktionen beziehen sich dann jetzt auf den Bankensektor. Es geht um SWIFT. Es geht um einige Banken, die dann quasi wenig zu tun haben. Lass es mich mal positiv formulieren. Negativ heißt, die haben ein richtiges Problem. Und da sagt ein Marktbeobachter, dass dort eine ähnliche Krise wie bei Lehman Brothers über die Banken einherwehen könnte. Weil die Zinsen werden jetzt ganz, ganz rasch erhöht, dass das Geld im eigenen Land bleibt, im Rubel.
Aber am Ende möchten die Anleger natürlich ihr Geld in Sicherheit wiegen. Und wenn der Rubel nicht als sicher gilt und er fällt, dann holen sie es entweder ab, da gibt es so eine Art Bankrun auf die Geldautomaten, oder aber sie tauschen es um in andere Sachwerte. Vielleicht auch in den Bitcoin, vielleicht auch in Gold. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, mit dem Geld was anzufangen. Und wir hatten auf einige russische Banken auch schon in der Vorwoche geschaut, wer sehr, sehr gehypt war, möchte ich fast schon sagen, vor der Ukraine-Krise, das war die Sberbank. Die Sberbank, ich schaue sie mir mal hier direkt mit dir zusammen an, die hatte einen ordentlichen Aufwärtstrend im letzten Jahr gezeigt und gilt als eine der modernsten Banken in Russland, weil auch viele Beteiligungen Richtung Start-up-Szene gehen, Zahlungsverkehr und so weiter. Ist dann natürlich, als sich die Ukraine-Krise anbahnte, in Mitleidenschaft gezogen worden, wie der ganze russische Index, konnte nochmal sich auf die 13 nach oben retten. Mitte Februar, als dann die Ereignisse Einzug hielten, gab es dann in Frankfurt, habe ich vernommen, nur noch Block-Trades, also immer mal eine Ausführung, zack, eine Ausführung, zack, die nächste Ausführung. Und im Tief standen wir bei 2 Euro. Nun war ich letzte Woche in einem Webinar, wo ganz viele Anleger sich gefragt haben, was mache ich denn mit meiner Sberbank? Ich habe die gekauft, teilweise auch bei 2 Euro, manche aber auch bei 10 und höher und wollten eben wissen, was passiert. Es ist von den Bewertungen her eine sehr, sehr attraktive Bank. Also ganz geringes KGV, machen Gewinne, haben eine Dividende und so weiter und so fort. Aber die Frage, die darüber schwebte, war, was passiert denn, wenn der Hahn zugedreht wird? Und das, genau das sehen wir jetzt. Der letzte Kurs bei der LSX, der ist vom Freitag. Da gab es noch einen Kurs Plus, bei knapp 4 Euro war die Aktie. Und ja, da hatten wir sozusagen eine ordentliche Erholung noch gesehen und heute kein Kurs, kein Kurs. Ich glaube, die wird nicht gehandelt. Ja, also da ist wirklich abgekattet der Handel. Und wenn du die Aktie im Depot hast, dann kannst du dich natürlich freuen an dem Freitag über die 17% plus. Aber wenn am Montag kein Kurs mehr gestellt wird, dann hast du faktisch eine Depotleiche im Depot. Du kannst nicht verkaufen, wenn du das Geld brauchst. Kommst nicht ran. So, und wer weiß, wie lange das geht. Also es kann ja sein, das geht über 5 Jahre oder so. Und in dieser Zeit, was mir dann mit der Bank passiert, wenn die insolvent geht, dann macht der nächste Kurs auf bei 1 Cent oder so. Also du weißt es einfach nicht. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Ich hoffe natürlich immer noch, dass alles irgendwie noch in Richtung friedlicher Lösung tendiert. Im Frieden endet, kann man nicht sagen, weil wir ja schon Tote gesehen haben und so weiter. Also es ist wirklich eine brisante Situation. Aber gerade Anleger, die dann auf sowas setzen, die sind momentan wirklich gestraft. Beziehungsweise, das ist jetzt eine harte Formulierung, also bitte seh es mir nach, falls ich das zu hart formuliere und du dich verletzt fühlst, da ist man auch ein Stück weit mit Schuld. Was heißt mit? Eigentlich ist man komplett verantwortlich für seine Investments. Und wenn man wirklich allen Wissens, dass sowas was passieren kann, dann in solche Werte, die so extrem volatil sind, investiert, dann muss man das Risiko vorher einkalkuliert haben und vielleicht mit einem ganz, ganz kleinen Prozentanteil seines Depots reingegangen sein und sagen, so what? Wer weiß, wann die wieder aufmacht und wo sie aufmacht. Wenn ich mir die anderen Werte anschaue, wie zum Beispiel eine Gazprom aus Russland, dann sieht man schon so vielleicht diese Vorwehen, die auch die Banken dort ereignen könnten. Da gab es auch eine starke Gegenbewegung. Wir waren schon bei fast 5 Euro wieder, aber langfristig immer noch nicht an diesen ehemaligen Unterstützung, jetzt Widerstandsniveaus und machen heute auf mit einem Minus von, ich habe es gerade hier angezeigt, rund 30%. Also damit sind wir auf dem Niveau von vor 2 Jahren. Nein, man hat hier den Kurs, hier ist er, genau. Ja, minus 28% und das war der letzte Kurs um 7.59 Uhr. Also da gibt es auch Querelen. Wir hatten auch eine Luke Oil, die hatte ich mir auch angeschaut. Die gab es dann auch im Gespräch. Was mit denen passiert? Auch minus 30%. Auch da gab es einen Kurs dann um 8.30 Uhr, den letzten. Ja, also da ist wohl einiges vielleicht am Handel ausgesetzt. Wo sieht man zum Beispiel die russische Börse? Wo schaue ich mir die Kurse an? Unter anderem kannst du dir das auf Teletrader anschauen und da ist dann hier der RTX, müsste hier sein, da gab es noch überhaupt keine Veränderung heute, wird dann wohl heißen, dass es noch keinen Kurs gibt. Also das heißt, dass hier am Ende die Börse geschlossen hat. Also das werden wir auf alle Fälle uns genau anschauen, beziehungsweise vielleicht öffnet es auch gleich erst und dann kommen die ersten Kurse rein. Also da bin ich wirklich gespannt, was dort passiert. Zurück zum DAX. Der hat ja schon eröffnet und ich habe hier bei meinem Desktop bei der Marktübersicht auch die Indizes
mit aufgelistet, auch hier im Endloskontrakt. Und da siehst du dann noch einmal das Chartbild wieder aufgegriffen, was ich in meiner Analyse am Morgen dir verschickt hatte. Die starke Aufwärtsbewegung Freitag wurde herb unterbrochen mit diesem Gap. Und wenn man das Xetra Gap sich anschaut, dann sind wir nicht ganz so groß, wie man hier das Gap einzeichnen kann, weil ja nach dem Xetra-Schluss hier noch ein Anstieg war. Und das zeige ich mir sehr, sehr gerne dann in der direkten Handelsplattform an. Dafür nutze ich den MetaTrader, um dann in verschiedenste DAX-Setups reinzukommen. Und da siehst du dann eben auch beim Xetra-Markt, wie sich das Gap skizziert bis zur 500 und um die 45. Und im Hoch waren wir heute schon bei der 300, im 300er Bereich. Was lässt sich daraus ableiten für den Handel heute? Nun zum einen, die Volatilität bleibt hoch. Zum anderen, dieses Gap ist nicht unbedingt etwas, was man jetzt sofort handeln sollte. Ich schaue mir dazu auch immer die US-Futures an. Da gibt es ebenso ein Gap. Also auch die Amerikaner waren sehr überrascht davon, was es für Sanktionen nun gibt und wie hart die sind. Die wurden ja, wie gesagt, am Freitag eher als lasch am Markt aufgenommen. Deswegen stiegen auch die Börsen. Und wenn ich mir weiter die Chartebenen hier reinzoome, dann würde ich genau aufpassen, ob der Markt jetzt von der Unterseite her tatsächlich hier eine Aufwärtsbewegung bildet, vielleicht ins Gap reinläuft. Aber so wie er sich hier momentan gibt, denke ich eher, dass wir nochmal in den 240er, vielleicht in den 200er Bereich und dann, das ist ja der Xetra-Chart, wenn wir unter der 200, 190 in dem Bereich sind, dann kann es auch sehr, sehr schnell gehen, dass wir nochmal die Tiefs aus dem Nachthandel, die bei 14.050, das waren die Freitagstiefs, die 33 dann, also 14.000 als runde Marke, halte ich durchaus für wahrscheinlich. Und das möchte ich auch mit dir gemeinsam auf Twitch handeln, anschauen, ja, und kommentieren. Komm gern dazu. Bis gleich, dein Andreas Bernstein.